Name ist Stefanie Neurath. Nicole Bärwald. Gerhard Kiesling. Clemens Heidenreich. Jeanette Finlater-Herren. Hans Kuhn. Joachim Herrmann. Jutta Mahnke. Michael Herzog. Sebastian Lang. Dieter Gewalt. Abiturjahrgang 1997. 1996. 93. 93. Oh Gott, 1984. 75. 75. 1958. 56. 1945. Aber das ist ausgefallen. Ich bin in der 10. gegangen. Ihr Lieblingsschulfach war? Kunst. Griechisch. Sport. Im Nachhinein tatsächlich Latein, aber eigentlich eher Englisch. Ich meine Geschichte. Geschichte und Englisch. Zunächst Mathematik und Physik. Mathematik. Buch Biochemie. Ja, natürlich der Sport. Beruf war ich dann Lehrer. Gymnasiallehrerin für Sport und Geografie. Lehrer. Lehrerin, Gymnasiallehrerin. Studiendirektor, AD. Zahntechnikerin. Bierbrauer. Englischtrainer, Sprachtrainer. Innenminister. Professor. Griechisch oder Latein? Latein. Beides bis zur 10. Beides. Oh, Latein. Griechisch. Griechisch. Also da habe ich von Latein mehr. Das Fritzi ist für mich lange Zeit Heimat gewesen. Verlogen, schlimm, langweilig. Einfach schön, familiär, vertraut. War eine schöne, überschaubare Schule mit einem tollen Klassenverband. Antike Bildung. Schön, dass es eine kleinere Schule ist. Gute Schule. Überschaubar, familiärer, humanistische Grundausrichtung. Es ist eine Schule, in der man viel machen kann als Lehrkraft, aber es ist auch eine Schule, die manchmal doch ein wenig strange sein kann. Familiär, sozial und sehr interessant. Staubig, weltoffen und prägend. Eigentlich erkenne ich viel wieder. Was hat sich verändert? Das ist schwer zu sagen. Also ich war 20 Jahre nicht da und dann bin ich wieder in diese Aula gekommen und habe gedacht, es ist wie immer. Also ich wüsste es gar nicht so genau zu sagen. Es hat sich komplett geändert, das Lehrerkollegium. Als ich hier anfing, war das Lehrerkollegium in erster Linie männlich. Ich habe damals den Spruch geprägt, da waren ganz viele alte böse Männer. Böse deswegen, weil sie sehr von sich überzeugt waren, andere Meinungen nicht haben gelten lassen und man als junge, vor allem als junge Frau, eigentlich ganz wenig Chancen an dieser Schule hatte. Nahezu keine. Das war damals eine harte Zeit. Das ist natürlich jetzt ganz anders. Einige von diesen alten Männern haben schon im Laufe der Zeit immer gesagt, ach, jetzt sind so viele Frauen da. Ach, jetzt sind mehr Frauen da als Männer. Die haben immer gesagt, zähl mal nach, zähl mal nach. Es hat lange gedauert, bis mehr Frauen als Männer da waren, aber jetzt ist es wahrscheinlich so weit, dass es mehr Frauen an dieser Schule gibt. Wie gesagt, die Lehrer sind wesentlich offener. Es ist nicht mehr von oben nach unten. Es wird sogar zugehört manchmal. Von der Hardware her hat sich natürlich geändert, dass der heutige Rötelheimpark damals amerikanischer Truppenübungsplatz war. Ich habe vorhin schon erzählt, der Echsenraum 218, der grenzte direkt an die damalige Panzerstraße und in ein, zwei Fällen war es so, dass extemporal leider abgebrochen werden mussten, weil es draußen einfach zu laut war. Die Kinder der Amerikaner, die wohnten ja auch auf dem Gelände an der Hartmannstraße und die hatten so die Angewohnheit, sich durch den Drahtzaun durchzuschneiden und aufs Schulgelände zu kommen. Und die Durchsage von Hartmut Fritz, Herr Rosnawski, bitte zum Zaun. Rosnawski war der Hausmeister. Das war so ein Standardklassiker, ja. Es hat sich die Bedeutung der Fächer geändert. In meiner Anfangszeit gab es kein Fach außer Latein und Griechisch. Alles andere hat überhaupt nicht gezählt. Es war eigentlich ja, Staffage. Ja? Und sowas wie Sport. Halleluja. Sport haben wir überhaupt nicht gebraucht hier an diesem Fridericianum. Das hat sich geändert und dann in der Zeit, in der ich hier war, haben wir immer einen Leistungskurs Sport und später das Additum gehabt. Im Gegenteil, es wurde dann zu einem Schwerpunkt für diese Schule. Auch eben die Stellung der Naturwissenschaften ist eine andere geworden. Latein und Griechisch immer noch, klar, wir sind ein humanistisches Gymnasium, aber nicht mehr das allein Seligmachende. Ich denke, wir sind offener geworden. Offener für
ja, soziales Miteinander, offen für das, was wir hier an der Schule an Projekten tun. Ich denke, da sind wir sehr, sehr offen geworden. Das war früher alles nicht so. Wir waren so eine geschlossene Gesellschaft, in die man ganz, ganz schwer reingekommen ist. Auch so von was für Schülerklientel wir hatten damals. Es war ganz eng begrenzt. Jetzt würde ich fast sagen, sind wir weltoffen. Wenn wir anschauen, was für bestimmte Nationalitäten wir jetzt auch an der Schule haben. Früher waren wir so die Schule Professoren, Theologie, Medizin. War schon ein bisschen so. Und es war auch die Schule, wo man praktisch, wie soll ich sagen, ganze Generationen hierher gekommen sind. Das ist es ein bisschen auch jetzt noch. Ich finde es toll. Ich finde es toll, wenn, wie gerade eben sagt, da war jetzt vor mir eine andere, die hier zum Interview war und so, ja, die habe ich auch schon gehabt. Das finde ich toll. Ja? Aber es ist halt nicht ausschließlich mehr so. Es hat sich also zum Beispiel in der Schülerschaft verändert, dass mehr Mitsprachemöglichkeiten da sind. Es war in meiner Schulzeit gab es auch einen Schülersprecher und die haben auch verantwortliche Dinge mit dem Direktorat besprochen. Aber eigentlich war da die Kluft zwischen Schüler und Lehrern groß. Und es führte auch dann dazu, dass in den 60er Jahren am Anfang und am gegen Ende vor allem ein Nullbock-Stimmung da war. Es war ein alter Mief im Gehäuse. Und dann zogen wir ins neue Gehäuse, da hat sich das entspannt, weil hier war alles sachlich und nüchtern. Und das hat die Stimmung verändert, diese gegnerische Haltung, die zum Teil da war, gegen das System, hat sich abgebaut. Es wurde auch das Volljährigkeitsalter zurück vorverlegt auf 18. Auch das war wichtig für das Selbstbewusstsein der jungen Leute. Also da hat sich schon verändert, dass hier ein selbstverständlicherer Umgang zwischen den Generationen sich eingestellt hat. Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie Ihr Abi nie wirklich geschrieben haben oder gemacht haben. Können Sie da nochmal erklären, wieso? Also wir hätten Abitur geschrieben im Jahr 1945. Aber da waren ja alle Verhältnisse so richtig durcheinander geraten. Bei uns besonders. Wir standen ja immer ein bisschen im Zusammenhang mit der Ohm-Oberschule für Jungen, das jetzige Ohm-Gymnasium. Und da waren dann acht Klassen waren wir. Und dann waren am Schluss meistens die männlichen Schüler, die waren in beiden Flakhelfern. Ich selber war mit Gelbsucht ungefähr ein Vierteljahr da niedergelegen und deswegen war ich nicht bei der Flak. Ja, und ich bin dann selber im September 1944 eingezogen worden zum RAD, das ist der Reichsarbeitsdienst gewesen. Sie haben irgendwelche Flussbegradigungen machen müssen oder irgendwelche Dinge bauen, arbeiten. Und dann wurde ich am 14. Dezember 1944 zur Wehrmacht eingezogen. Damals war ich 17,5. Und dann bin ich hier nach Budweis, jetzt Tschechei, eingezogen worden. Von dort aus bin ich auf einmal abkommandiert worden nach Potsdam. Und dann dort war ein Lehrgang für Panzerjagdkommando. Dort sollten wir nachts amerikanische Panzer aufspüren und nach Möglichkeit vernichten. Wir haben nie einen Panzer gefunden oder gesehen, die haben das auch gerufen. Aber dann sind wir hin und her geradelt von einem Schwerpunkt zum anderen bis zum 6. Mai 1945. Und da haben uns Russen, die russische Rote Armee, überholt, abgeschnitten von der Elbe und dann sind wir halt getürmt, und zwar Richtung Amerikaner.
Und dann hatten wir einen Fluss zu überqueren, zu durchschwimmen, standen an der Elbe, wollten dann auch durch die Elbe schwimmen. Das wäre aber wahrscheinlich nicht nur eine nasse, sondern auch eine lebensbedrohliche Sache gewesen. Deswegen haben wir bis zum Morgengrauen gewartet und dann, man glaubt es nicht, kam ein amerikanisches Boot und die haben dann gebrüllt, come on, come on, und haben uns hinübergeholt auf die andere Seite, auf die westliche Seite der Elbe. Und dann landete ich in der Kriegsgefangenschaft im Gefangenenlager Gorleben. Ja. Und dann war ich dort in Gefangenschaft bis August. Es war fürchterlich, und zwar deswegen, weil man nichts zu tun hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass man 4 Wochen lang nichts tun nicht aushält. Und dann haben wir uns irgendwie in ein Offizierscasino der Engländer, die haben inzwischen die Zone gewechselt, zurückgezogen und haben dort Gärtner gespielt. Und dann waren wir also, naja, Gärtner, haben die Sachen ein bisschen in Ordnung gehalten und wurden dann im August bereits entlassen. Wir sind von Bamberg mit dem Zug runtergefahren und waren dann vorm Tunnel, wie die Erlanger sagen, riesig gespannt. Was werden wir sehen, ob da Erlangen in den Trümmern liegt oder nicht? Siehe da, es lag nicht in Trümmern. Gut, und dann haben wir mit dem Lokomotivführer vereinbart, hältst du da in Erlangen oder nicht? Nein, ich fahre durch. Aber ich fahre langsam. Und dann ist er langsam bis zum Bahnhof gefahren. Wir sind abgesprungen und dann die Universitätsstraße heimmarschiert. Und dann wären meine Eltern, die auch nichts gewusst haben, die haben mich längst in Budweis noch vermutet. Aber ich kam dann da fröhlich heim, ungeschädigt, mit so ein paar Klamotten von der Wehrmacht an. Ja, und dann habe ich ein Zeugnis vorgefunden von der OHM, Oberschule für Jungen, gymnasiale Abteilung, mit der Bemerkung, die Reife wird ihm zuerkannt. Gut, dann musste ich in die nicht zerstörte Universität Erlangen losgehen und mich dort einschreiben. Ich hatte Gelegenheit, eine Nachprüfung zu machen in verschiedenen Fächern, das war Vorschrift. Aber das waren natürlich dann die Fächer, die man selber studieren wollte, nämlich Deutschgeschichte, Geografie. Geografie hat mir überhaupt nicht behagt. Dann hat ein Freund von mir gesagt, ich werde Englisch nehmen. Sorry, das mache ich auch, aber ich habe keine Ahnung von Englisch, denn ich hatte Griechisch in der Schule. Einschneidende Änderungen, Probleme. Als der erste Irakkrieg ausgebrochen ist, hat die SMV eine Schweigeminute eingelegt und hat im Grunde mit dem Motto Nie wieder Krieg auch auf diese Situation aufmerksam gemacht. Hier in der Schule fallen mir tatsächlich keine ein. Ja, einschneidend war schon, waren die Schülerunruhen in den 68er, 69er, 1970 in diesen Jahren. Da war eine Stimmung da, die hat sich zum Beispiel ausgedrückt, dass beim Umzug, das war ein Zug, wo die Klassen einzelne Fächer darstellten, zog durch die Stadt in die neue Schule, in diese Waldorfstraße, und da wurde ein schwarzer Sarg mitgetragen. Das war nicht geplant, sondern das war eine Schülerinitiative, und da stand drauf,
der Geist der alten Schule wird zu Grabe getragen. Das hat den damaligen Direktor sehr gekränkt, weil er eigentlich auch jugendnah war und wollte mit rationaler Diskussion eigentlich mit den Schülern zurechtkommen. Das wollten aber die politisch geschulten Anführer der politischen Schülerschaft nicht. Und das hat mich schon geprägt. Ich war damals Vertrauenslehrer, hieß es noch. Und da war ich dann zwischen den Fronten Schüler und Lehrer. War interessante Position, weil ich ja noch ein junger Lehrer war. Und da fand ich das eigentlich spannend, was sich da entwickelt. Und ich musste dann erst das ganze politische Vokabular lernen. Es war also eine spannende Zeit. Die meisten Schüler allerdings wollten eigentlich politisch nichts. Die wollten einfach, dass sie normalen Unterricht erhalten. Und darum war das also schwierig. Aber es waren gute Leute, die da politisch agierten. Es waren kluge Köpfe. Und die meisten oder viele davon sind dann später Lehrer geworden. Das ist so wie in Dantes Inferno, wo jeder das büßt, was er im Leben Schlimmes gemacht hat. Und die wurden dann Lehrer und mussten dann auf der anderen Seite auch bestehen. Ja. Ich denke, das, was uns im Schulalltag damals in meinem Jahrgang jedenfalls mit am meisten beschäftigt hat, war ja, dass das Fridericianum damals eine der Versuchsschulen für die Kollegstufe wurde. Zu den ersten Schulen in Bayern gehört hat, wo die Kollegstufe eingeführt wurde und damals eben halt noch als Schulversuch. Das heißt, es wurde sehr viel experimentiert. Das hat uns schon in der 11. Klasse und dann eben in der 12. und 13. Intensiv beschäftigt. Aber natürlich gab es auch sehr viel anderes im Schülerleben und so weiter. Und ich habe damals als Schülersprecher in dem letzten Schuljahr ja auch eine Schülerzeitung neu gegründet, das Humblatt. Und das gibt es ja heute noch. Ne? Also es war eine Lebensschulung, wie doch auch etwas aufgearbeitet werden musste, was liegen geblieben ist. Das war diese Schülerbewegung schon, nicht? Diese Auseinandersetzung mit der narzisstischen Vergangenheit der Vätergeneration hat nie richtig stattgefunden. Und das wurde da auch aufgearbeitet. Also es war eine spannende Zeit, die dann dazu führte, dass jahrelang kein Abiturball und keine feierliche Zeugnisübergabe war. Ein einschneidendes Erlebnis war auch, als wir nur 31 Anmeldungen hatten. Da war sozusagen Weltuntergangsstimmung. Und da hat man gesagt, man muss auch irgendetwas ändern. Und ich denke, es hat damit auch begonnen, dass wir offener wurden. Wir gesagt haben, wir müssen was anders machen. Wir können uns nicht in diese geschlossene Gesellschaft Latein und Griechisch zurückziehen. Das wird auf Dauer nicht mehr funktionieren. Und es hat dann auch die sukzessive, dann haben wir uns konsolidiert. Wir hatten dann nochmal einen Jahrgang mit 44 Anmeldungen. Das waren dann zwei Klassen. Das war Abiturjahrgang 2008. Aber ansonsten haben wir immer zwei ordentliche Klassen, manchmal drei gehabt. Die Schulen, wurden die dann auch von den Nazis kontrolliert? Also hat man das so mitbekommen direkt? Ach ja, das ist ja ein wunderbares Kapitel, gerade vom Fridericianum. Als ich kam, 37, ich 10 Jahre, galt, da war damals Kegler Chef, seit 33. Der hatte eine strikte Ordnung. Also die Schule war durchstrukturiert und geordnet, da muss man heute sagen, Grenzen. Also Sie wissen, wo wir waren, zwischen Karlstraße und Universitätsstraße. Die Karlstraße, das war der Haupteingang, in der Universitätsstraße war ein so ein kleiner Hintereingang, so ein kleines Türchen. Kein Schüler durfte vorn zum Haupteingang rein, sondern die mussten alle hinten, auch wenn sie von Süden kamen, mussten sie um den Block rum und hinten rein. 7.55 Uhr
wurde dieser kleine Eingang gesperrt vom Hausmeister. Wenn einer nachher kam, muss er zurückrasen, aber er hatte schlechte Karten, denn der Hausmeister ist durch den Schulhof, durchs Haus gerast, war als erster von, die anderen kamen her. Wer dreimal zu spät kam, vorne rein kam, der bekam Direktoratsverweis. Inzwischen mussten die Klassen klassenweise antreten und abmarschieren ins Klassenzimmer. Dort stand der Lehrer vor dem geschlossenen Klassenzimmer, musste aufsperren zur ersten Stunde, war immer alles unter Kontrolle. Der Chef ging manchmal durch, hatte eine Trillerpfeife und wenn ihm was aufgefallen ist, dann hat er gepfiffen. Der Mann war aber nicht in der Partei. Das ist also, der war kirchlich sehr engagiert, saß jeden Sonntag in der Kirche, Neustädter Kirche, auf dem gleichen Platz als Kirchenvorstand, war überall bekannt, aber der hatte also solche rigiden Vorstellungen von Disziplin. Dann wurden 4 Leute auf einmal versetzt im Jahr 41. Hegler, sein fürster Vertreter, ein gewisser Lehr, dann der Hornung und der Kitzmann. Nun, der Hornung war ein Nazi durch und durch. Aber er war einer von denen, die also ein abschreckendes Beispiel waren für Nazi. Der hat da rumgetan und rumgeredet und getan. Schlimm. Der Kegler war es nicht, aber der war so ordentlich. Aber sonst, es hat uns, ich habe mich bei meinen Klassenkameraden, mit denen ich mich regelmäßig getroffen habe bis vor 2-3 Jahren, da sind die alle gestorben, sonst sind wir in der Schule überhaupt nicht indoktriniert worden. Da gab es außer diesem Hornung, aber wie gesagt, auf den hat niemand gehört, nur zur Charakterisierung, ich hatte ihn auch in Stenografie. Wenn er da was Falsches an der Tafel geschrieben hat, das Taschentuch rausgeholt, abgewischt mit Taschentuch und so, ekelhaft. Ein wandelndes Beispiel für etwas, was nicht so sein soll. Es gab zu meiner Zeit auch Klischees gegenüber den Schülern des Fridericianum. Das Fritzi war eine Eliteschule. Dass wir elitär wären. Ja, die Eliteschule und so. Also es war immer so dieser klassische Vorwurf. Da hat man immer gemerkt, so alle anderen Gymnasiasten gingen schon mal irgendwie auf Abstand. Das hat den Ruf, dass da nur Professorenkinder und hohe Siemensianerkinder dorthin gehen. Leute, die sich für etwas Besseres gehalten haben. War auch zum Teil tatsächlich so, also es gab auch ein paar solche Kandidaten, ich bin selber auch Professorentochter, aber ich bin jetzt nicht so vom Typ her, die dann auch dieses Gefühl vermittelt haben, wenn du auf diese Schule gehst, dann musst du auch einen gewissen Standard entsprechen. Einer der etwas älteren Schüler, der ein paar Jahre über mir war, sagte einmal zu mir, ich war keine Punkerin, aber ich war eher in der Richtung unterwegs und er sagte zu mir, Jenny, du bist doch auch Professorentochter. Das ziemt sich nicht. Also wenn man auf diese Schule geht, dann ist man was Besonderes und dann sollte man nicht so rumlaufen. Es gab aber immer ein paar sehr interessante Menschen auf der Schule. Menschen, die ein bisschen lauter waren. Es gab immer ein paar auffällige Menschen. Das waren aber eher die Minderheit. Die meisten sahen eher aus wie die sogenannten Popper. Das waren in den 80er Jahren so diese Schicht, diese Ebene. Ich glaube, dass wir gerade eben keine Klischee-Schüler waren. Unsere Klassenkameraden, wir waren, wie gesagt, die sportlichste Klasse, aber auch die mit dem höchsten Krankenstand. Wir haben damals ein Kellerlokal, das es heutzutage noch gibt,
kreiert und ausgemalt. Kunststudentinnen von Nürnberg haben uns da geholfen und so weiter. Und weil die Freizeit nicht gelangt hat, haben wir das auch manchmal während der Schulzeit gemacht. Das ist natürlich dann peinlich, wenn ich mit einem Klassenkameraden auf dem Motorrad in der Stadt gesehen wurde mit Farbküchen. Wir haben ja in dieser Zeit, wo ich auf die Schule gegangen bin, den Umzug von der oberen Karlstraße in den Neubau damit vollzogen. Das hat eigentlich die Schule eben vielleicht mehr als manches andere zunächst einmal geprägt. Wir hatten dann einen unheimlichen Schülerzuwachs zunächst einmal am neuen Standort in der Sebaldusstraße. Das hat er dann auch, weil plötzlich sehr viel mehr Schüler, die eigentlich so in der Südstadt zu Hause waren, einfach wegen der räumlichen Nähe auch auf die Schule kamen. Also das hat alles ein bisschen auch die Zusammensetzung der Schülerschaft in den Jahren damals mit geprägt. Ich persönlich sehe ich mich jedenfalls nicht in der Lage, einen typischen Fritzi-Schüler hier zu definieren. Also die humanistische Bildung hat in Bezug auf mein Leben vieles gebracht. Also wenn es schon ist, dass man sich Fremdwörter ableiten kann, dass ich meinen Kindern in Griechisch und Latein, weil sie beide auch hier auf der Schule sind, weiterhelfen konnte. Ich finde, das gehört zu einer Grundbildung dazu. Eine sehr große, weil ich den Standpunkt vertrete, dass all das, ich bin ja Brauer geworden, dass ich mit den Dingen konfrontiert war, die ich später nicht mehr so intensiv gehabt habe. Ja? Also ich vertrete nach wie vor, und darum habe ich auch versucht, meine Kinder aufs Fridericianum zu bringen, und freue mich auch, dass 3 von 4 Engeln auch hier zur Schule gehen. Weil für mich ist die Schule dafür da, dass man denken lernt und dass man eben mit Dingen in Berührung kommt, die man nicht gerade unbedingt beruflich ausübt. Ich hätte wahrscheinlich das Gefühl, dass ich was versäumt hätte, wenn ich das nicht gehabt hätte. Gerade das Griechisch, das verteidige ich ja auch immer, wenn es gibt ja Leute, die sagen, was, 2 tote Sprachen, ja, und Ähnliches. Es ist ja gerade die Geisteswelt des Griechischen und Latein ist wieder was anderes. Ach, marginal. Vielleicht privat. Es gibt ein gewisses Interesse an bestimmten Formen von Kunst. Ich bin zum Beispiel großer Opernfan. Da hilft die griechische Bildung ein bisschen. Aber beruflich, ja. Null. Sehr, sehr viel. Wahnsinnig viel. Ich glaube, so auf der einen Seite diese Liebe zum Altertum, die aber nicht Selbstzweck ist, sondern die auch immer den Leuten die Möglichkeit mitgibt, was für die Gegenwart mitzunehmen. Meine Eltern sind beide auch Altphilologen gewesen. Und als es dann darum ging, auf ein Gymnasium zu gehen oder auf eine weiterführende Schule, war es meinen Eltern sehr wichtig, dass ich Latein und Altgriechisch als Grundlage lerne. Wie gesagt, dieses humanistische, dieses umfassende Bilden, das finde ich sehr wichtig. Und ich bin auch deswegen sehr froh, dass meine Söhne auch alle entschieden haben, auf diese Schule zu gehen. Je elaborierter die Sprache wird und je mehr man ein bisschen sehen muss, was außenrum ist, desto mehr hilft einem das etwas schwierigere Latein, in dem Fall der Wortschatz Latein. Und das ist ja auch eine Tatsache, dass da die Technik sehr viel gemeinsam hat an sprachlichen Wendungen. Bloß die Aussprache ist oft so, dass man es nicht wieder kennt. Doch, und dann natürlich, also ich habe eine idealistische Vorstellung vom Gymnasium. Und zwar gerade davon, von alten griechischen Philosophen her, lateinischer Rechtsprechung her. Da sind so viele Dinge, die heute gelten. Dieses über das Altertum lernen und dafür auch dann Sachen in die Gegenwart ziehen. Dieser offene Geist, dieses, dass man auch mal Bildung einfach um der Bildung lernt, nicht um damit irgendeinen Zweck zu erfüllen, nicht um damit irgendeinen wirtschaftlichen Wert zu haben, weil man sagt, hey, es ist zu einem runden, zivilisierten, demokratischen Menschen, der auch wirklich die Demokratie hochhält, der den Humanismus hochhält, gehört einfach auch eine Allgemeinbildung, auch wenn man jetzt nicht
für jedes einzelne Stück dieser Allgemeinbildung sagen kann, dafür braucht man das, dafür braucht man das. Dass man eben nicht so sofort diese Anwendung, diesen Anwendungsbezug hat und sagt, okay, das nutze ich jetzt dafür, sondern dass das ja doch zeitlich entrückt ist, dass man vielleicht auch viele Fragestellungen vorfindet, die man jetzt sich mit 15, 16 erstmal von selbst so nicht stellen würde, ja, aber dass man dann eben doch viele, viele Denkanstöße bekommt. Und das habe ich immer als Luxus empfunden, muss ich echt sagen. Also da bin ich auch nach wie vor sehr, sehr davon überzeugt, dass das einfach ein großer Gewinn ist, ohne dass man jetzt wirklich so sagen kann, naja, das nutze ich jetzt dafür, sondern das ist, finde ich, eher eine Lebenshaltung, würde ich sagen. Ich hoffe, dass auch dieser Geist noch da ist. Dass hier die Leute, die an diesem Fridericianum waren, sagen, ich habe viel Bildung, manches davon verwende ich vielleicht nicht, aber es hat mich unterm Strich zu jemandem gemacht, der ein humanistischer Mensch ist im besten Sinne. Weltoffen, tolerant, demokratisch. Natürlich sind einem immer die letzten Jahre eher im Gedächtnis noch. Also ich würde sie jetzt als eine Schule bezeichnen, wie ich schon gesagt habe, in der man es an pädagogischer und auch inhaltlicher Arbeit sehr, sehr, sehr viel machen kann. In der man wirklich pädagogisch auch wirksam werden kann, in der man arbeiten kann, in der es ein sehr, sehr gutes Miteinander gibt von Schülern, Lehrer, Eltern. Auch wenn es Spannungen gibt, in welcher Familie gibt es keine Spannungen, die muss es auch geben. Auseinandersetzungen muss es auch geben. Aber so insgesamt, finde ich, ist es eine Schule, in der man sich wohlfühlen kann, in der man sich aufgehoben fühlen kann. Und in der man auch als Schüler, denke ich, merkt, dass es sehr viele Lehrkräfte bei uns gibt, die wirklich das Wohl der Schüler im Auge haben. Also vielseitig im wirklichen Sinn einer Allgemeinbildung war die Schule schon tolle Musik. Ich habe also auch immer wieder den Schulchor am Klavier begleiten dürfen und alles. Wir haben also ein Klassenstreichquartett gehabt und Aufführungen. Carmina Burana war damals in Erlangen eine Sensation nach dem Krieg, dass das wieder aufgeführt wird. Das hat die Schule, das Gymnasium Fridericianum, meistens mit eigenen Kräften bis hin zu den Gesangssolisten fertiggebracht. Wie würde ich das Fritzi zu meiner Schulzeit beschreiben? Es war eine sehr kleine Schule. Das ist auch aufgefallen. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich komme hier rein und irgendwie ist man zu Hause. Ja? Also das war halt immer, ist es ja im Grunde jetzt noch, es ist halt überschaubar, es ist nicht so eine Riesenschule. Man hat die allermeisten Gesichter gekannt. Also man hat das schon angemerkt, das war familiärer, es gab einfach weniger Lehrer, es gab weniger Klassen und das hat man schon gesehen, dass die Schulgemeinschaft so ein bisschen enger zueinander war. Hat sich die Interaktion zwischen Schülern und Lehrern und Schülern untereinander im Laufe der Jahre verändert? Ich glaube, die Interaktion zwischen den Lehrern und den Schülern ist ein bisschen offener geworden und ist vielleicht ein bisschen demokratischer geworden. Also unsere Lehrer waren zu einem Großteil noch sehr, sehr konservativ, die waren zu einem guten Teil noch relativ streng und die waren auch zu einem guten Teil noch sehr autoritär. Also das waren Leute, die haben wirklich erwartet, dass man hier im Unterricht, dass man am Anfang automatisch aufspringt und Guten Morgen sagt oder Salve und Vale natürlich in Latein, klar. Viele von diesen Lehrern hatten ein Problem damit, mit den Schülern auf Augenhöhe zu diskutieren und zu begegnen. Also die waren schon sehr stark von dem Bild geprägt, ich Lehrer, du Schüler und da gibt es ein ganz klares Gefälle. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen anders geworden ist, dass die Lehrer den Schülern hoffentlich und zumindest zum Großteil so ein bisschen auf einer etwas anderen Ebene begegnen, das wäre schon schön. Also zunächst einmal ist vielleicht einer der wichtigsten Unterschiede, bei uns hatte jeder Lehrer einen
einen Spitznamen. Der sagt mehr aus, als er so klingt. Und das waren, da war man irgendwie so à la Feuerzangenbowle innerlich verbunden mit den Lehrern mehr. Jetzt kann ich mich nicht erinnern, dass Lehrer bloß in der Mehrzahl Spitznamen hätten. Und insofern war einerseits eine mehr persönliche Beziehung da, also Spitzname, andererseits aber eine größere, größere Achtung vor der Person. Wir haben so Lehrer nicht, die waren also ausgesprochen geachtet. Und zwar nicht, weil sie einen Titel hatten, sondern weil sie was gebracht haben. Naja, ich hoffe, es ist jetzt auch so. Aber da bin ich überfragt. Ja, das ist natürlich, wo Schatten ist, ist auch Licht. Also das hing ganz von den Lehrern ab. Da gab es Lehrer, ich werde jetzt keine Namen nennen, die kamen tatsächlich noch aus dem Dritten Reich. Und da hat sich nicht viel verändert gehabt in der Art, wie die unterrichtet haben. Also es war frontal, Widerspruch wurde sofort ausgemerzt. Da hat sich keiner getraut aufzumucken. Natürlich gab es ganz andere Lehrer, die dann total liberal waren und natürlich sozusagen mit den Schülern ein bisschen was erarbeiten wollten, eher anstatt den Schülern nur etwas vorgeben wollten. Also da gab es ein großes Spektrum. Also ich glaube, es hat sich einiges verändert mit den jungen Lehrern. Es gibt inzwischen welche, die auch mal rappen und tanzen. Das hatten wir jetzt nicht. Also wir hatten jetzt schon eher so die humanistischen, spießigen älteren Lehrer. Das hat sich sicherlich verändert im Laufe der Zeit. Aber ansonsten, glaube ich, sind die Strukturen hier alle gleich geblieben und das ist auch gut so. Vorhin haben Sie ja gesagt, dass Sie mit 17 Jahren eingezogen wurden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt mit 17 eingezogen wäre, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie fühlt man sich da? Also, hat man Angst oder wie? Ja, also ich kann da nur von mir ausgehen und von den Kameraden, die auch mit mir in dem gleichen Alter eingezogen sind. Aber weiter möchte ich es gar nicht treiben. Man war erstens einmal darauf vorbereitet. Und die Mentalität war ein bisschen anders. Man hat geglaubt, man setzt sich wirklich ein fürs Vaterland. Das darf man heutzutage gar nicht mehr sagen. Denn also da wird man in eine Ecke gestellt, in die man nicht gehört. Aber es war Faktum. Und ich höre immer noch Leute sagen, jetzt müssen wir erst einmal den Krieg gewinnen, sonst wird es schlimm. Oder irgendwie zu einem Ende bringen, der nicht gar so schlimm ist. Aber wenn wir dann wieder heimkommen, dann werden wir Frontsoldaten. Ich bin nicht so lang. Kann ich nicht sagen, dass ich Frontsoldat war für längere Zeit. Dann werden wir diese Bonzen weghauen. Dann haben wir es satt. So war die Einstellung. Dazu kommt noch die Einstellung, man hat eine Art Gleichgültigkeit entwickelt. Zum Beispiel berühmter Spruch, also vielleicht sind wir in 8 Tagen im Massengrab. Ich möchte am Fenster liegen, da stinkt es nicht so. Und der andere, nein, ich gehe an den Ofen, da habe ich es immer warm. Totaler Blödsinn, das war also Galgenhumor. Der hat geholfen, bestimmte Dinge zu überwinden. Vor allen Dingen auch, wenn einmal einer blöd gekommen ist, irgend so ein Unteroffizier. Das ging manchmal an die berühmte Würde. Was wünschen Sie dem Fritzi in der Zukunft? Der Zukunft wünsche ich ihm, dass es so eine
Schule bleibt in der, wie ich es vorher schon gesagt habe, sich Schüler, Lehrer und Eltern auch auch in einer Gemeinschaft fühlen, zusammenarbeiten können, sich immer mal wieder austauschen, das kann auch mal Auseinandersetzung sein, einen immer regen Austausch innerhalb dieser Gruppe, aber auch nach außen hin. Dass es immer eine offene Schule bleibt. Was wünsche ich dem Friede Luzerno für die Zukunft? Dass es erfolgreich bleibt, dass es nicht mit absteigenden Schülerzahlen zu kämpfen hat, dass es sich im Herzen nicht verändert und dass das Schulgebäude regelmäßig und mit höherer Häufigkeit renoviert wird. Das wäre vermutlich gar nicht schlecht. Ich glaube, das wünschen sich alle Schulen. Ich wünsche dem Friede Luzerno wirklich weiter eine gute Entwicklung, dass weiter eine junge Generation hier in dieser Stadt, in dieser Region Interesse am humanistischen Gymnasium hat, weil ich glaube, dass das schon eine sehr gute, starke Bildung vermittelt. Es ist wichtig, dass man diese gerade jetzt auch im 21. Jahrhundert richtig ausrichtet auf die Herausforderungen, die wir heute haben. Aber ich glaube in der Tat, dass wir mit dem, was eben auch an ethischen, an Wertegrundlagen mit der humanistischen Bildung verbunden sind, ganz wichtig auch im 21. Jahrhundert auf dem richtigen Weg sind. Und dafür wünsche ich allen Beteiligten in der Tat weiterhin viel Erfolg. Ich wünsche dem Friede Luzerno, dass es auch so weiterläuft wie bisher. Das ist schon eine sehr lange Institution in Erlangen und das finde ich sehr schön, auch wenn sich die Räume geändert haben, die Örtlichkeiten, natürlich auch die Zusammensetzung, auch dieses Mutwerk, Courage und solche Geschichten, die da unterstützt werden, ist sehr gut. Ich wünsche der Schule, dass es weitergeht. Ich wünsche aber der Schule auch eigentlich, dass sie klein bleibt, dass es nicht so eine große Schule wird, denn ich denke, das ist das, was die Schule auch ausmacht, dass es eben so eine kleine Familiengeschichte ist. Schüler, viele Schüler. Also ich muss auch zugeben, es ist jedes Jahr wieder so, dass ich denke, Mensch, hoffentlich gibt's reichlich Anmeldungen, weil ich einfach denke, es ist ein tolles Schulprofil, das es auch zu bewahren gilt. Wie soll ich sagen, so diese geistige Wachheit, die ich einfach bei vielen Schülern hier immer beobachtet habe und auch immer noch zu beobachten meine, dass das irgendwie aufrechterhalten bleibt und eben auch wirklich so dieses Gemeinschaftsgefüge. Das wäre toll, wenn man das noch ganz, ganz lange weiter erhalten könnte. Ja, möglichst lang Bestand, ja. Und ich vertrete das auch immer, dass das kritisch beibehalten werden soll, weil ich glaube, wenn die Schule das abschaffen würde, dann würde die Schülerzahl explodieren. Und es ist gerade das Schöne, dass das so eine überschaubare Größe hat, das Fritzi. Und dass die Lehrer auch fast jeden Schüler namentlich kennen und untereinander, finde ich echt schön. Ich finde es auch schön, dass es beim Sommerfest Bier gibt. Das ist auch nicht an jeder Schule möglich. Dass das so bleibt, das war ein bisschen auf diese Kosmos-Dimension der Bildung abzielt. Wenn einer aus dem Gymnasium rauskommt, sollte er vielleicht, aber das sind alles so Idealvorstellungen, die sind nicht immer verwirklichbar, aber sie sind wichtig. Sollte er von jedem Fach so viel wissen, dass er weiß, dahin geht mein Berufsweg sicher nicht. Oder in dem Zusammenhang könnte ich mir vorstellen, vorzugehen. Oh Gott, das weiß ich nicht. Ich meine, eine kleine Schule hat sicher ihren Vorteil gegenüber großen Schulen. Und natürlich sollte sich drüber überlegen, ob Latein eine gute Wahl ist. Ich denke, das ist es nicht. Ich denke, dass man den Schülern damit keinen Gefallen tut. In der internationalen Zeit, wo Englisch, denke ich, wer heute kein gutes Englisch kann, das ist wie nicht richtig lesen und schreiben können. Ich wünsche, dass die Schule einen Geist der Bildung ausstrahlen kann. Dass also der Anspruch, den Menschen allgemein zu bilden, dass der weiter erfüllt wird. Dass nicht einseitig auf irgendwelche Spezialthemen abgeschaltet, sondern die allgemeine Bildung, das heißt die vielseitige Ausbildung, hier im Mittelpunkt steht und dass sie immer so engagierte Schüler hat, wie ich sie hier antreffe. Kamera läuft.
Kamera läuft. Ton läuft? Läuft. Kamera läuft? Ja. Ton läuft? Nee, Ton läuft nicht. Und ich hatte ein Zimmer für mich alleine. Ich war so die immer so die Tante fürs Medizinische, wenn jemand Kopfschmerzen oder irgendetwas hatte. Und da ist so ein 9-Klass-Schüler, der aber schon deutlich älter war als normalerweise in der 9. Klasse. Und er wollte irgendwas mit gegen Kopfschmerzen haben. Dann grusche ich halt in meinem Zeug. Dann schmeißt er sich aufs Bett und sagt, also die paar Jahre Altersunterschied zwischen uns, die machen doch nichts aus. Das fand ich das Witzigste. Ich war mal so mit meiner damals besten Freundin in einer Streichphase, ja, also was kann, in der Unterstufe natürlich, 5., 6. Klasse, was kann man alles für Streiche spielen? Das ging also über solche typischen Ideen wie Brausepulver ins Waschbecken und der Lehrer macht an und alles schäumt, oder ich weiß noch, wir haben mal irgendwie einen Tisch direkt vor die Tür gestellt und haben da wirklich so einen riesen Papierschnipselhaufen gemacht, also ewig geschnipselt, und dann hat halt der Lehrer die Tür mit Schwung aufgemacht und dann war das halt ein riesen Konfettiregen. Einmal haben wir eben auch eigentlich so altbekannt, aber immer wieder wirksam, halt an allen möglichen Stellen im Klassenzimmer Wecker gestellt und haben die versteckt und haben die alle 5 Minuten gestellt. Ja? Und diese Unterrichtsstunde war natürlich ein Chaos. Und das war irgendwie alles so lustig, dass der Gipfel dann war, dass ich mir überlegt habe, also man könnte doch mal in den Matheunterricht Mäuse einschleusen. Und ich hatte aber keine Mäuse. Meine Oma, bei der ich zu der Zeit war, hatte furchtbar Angst vor Mäusen. Ich habe sie dann aber doch überredet, dass ich 2 Mäuse aus der Tierhandlung kaufe. Und habe die dann, also habe vorher auch abgeklärt, dass eine Freundin von mir die danach dann dauerhaft übernimmt. Und habe die dann eben mit in die Schule gebracht und habe die dann auf die Tafel gesetzt, also auf diese Kreideablage. Ja, das sind also diese beiden Mäuse die ganze Zeit patrouilliert. Es war dann trotzdem für uns so ein bisschen langweilig, weil die Lehrerin, die wir hatten, die hatte keine Angst vor Mäusen. Ich habe mich jetzt kürzlich erst mit einer Kollegin unterhalten, die hat gesagt, sie hätte totale Mäusephobie. Also sie wäre wirklich schreiend aus diesem Schulhaus gerannt. Aber das war bei uns leider nicht so. Trotzdem war es natürlich ganz lustig. Also wir hatten dann Mäuse im Klassenzimmer und die Lehrerin hat dann gesagt, ach wie süß, und hat sie ein bisschen gestreichelt. Und dann war es das, genau. Ja.